Hallo liebe Katzenfreunde! Was passiert eigentlich, wenn man alle lilafarbenen Münzen hat? Abenteurer Mario ist mit seinem Rucksack ausgestattet und möchte das heute für euch herausfinden. Ganz viel Spaß mit dem Video! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Und tap! Wisst ihr, was wir vergessen haben? Eine Sache fehlt noch. Die lilafarbenen Münzen. Und Mario hat natürlich alles im Gepäck. Tada! Mario ist natürlich nicht umsonst in seinem Abenteuer-Outfit, denn uns fehlen noch 3 lila Münzen, damit wir alle im Spiel haben. Und wir dürfen sehr gespannt sein, was dann passiert. Was passiert, wenn wir alle lilafarbenen Münzen haben, die ganze komplette Odyssee dekoriert haben und dann nochmal Toadette besuchen? Das wollen wir heute in diesem Video herausfinden. Deswegen reisen wir in das Land von Bowser. Rechts oben seht ihr, mir fehlen 3 lila Münzen. Und ich muss sagen, ich habe noch keine Ahnung, wo diese 3 lilafarbenen Münzen sein könnten. Das heißt, in diesem Video möchte ich euch nicht nur zeigen, was dann passiert, sondern mit euch auch gleichzeitig nachschauen, wo ich persönlich meine 3 Münzen vergessen habe. Das heißt, wir werden Bowsers Land nochmal komplett auf den Kopf stellen und wirklich alles durchsuchen. Falls ihr also auch lilafarbene Münzen sucht, vielleicht hilft euch dieses Video, denn vielleicht sind es genau diese 3 Münzen, die euch vielleicht auch fehlen könnten. Ansonsten habe ich gehört, dass man Amiibos nutzen kann, zum Beispiel mit diesem Amiibo-Automaten, um herauszufinden, wo sich diese Münzen verstecken oder teilweise auch, wo sich die ganzen Power-Monde verstecken. Aber die haben wir alle schon, denn die haben wir uns mit Hilfe von dem blauen Hinweis-Toad, von dem sogenannten Tip-Toad, geholt. Aber wir haben immer noch nicht alle lilafarbenen Münzen. Und ich schaue schon überall. Wir gehen das ganze Level mal von hinten an, deswegen nehme ich die Röhre. Bin ich schon da oben. Anders könnte ich ja nicht durch das Tor, außer aber ich springe über die Mauer, wie ich das schon mal im letzten Video gezeigt habe, nämlich im Ritter-Video. Aber abgesehen davon kommt hier der Hinweis, wenn euch Mario Odyssey gefällt, hinterlasst bitte einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Das zeigt mir, dass euch die Serie gefällt, ihr noch mehr Videos sehen wollt und ihr wisst ja, hier gibt es Videos für die ganze Familie, kindgerecht, lehrreich und lustig. So, diese lilafarbenen Münzen könnten sich natürlich auch hier in der Himbeersoße verstecken. Und in der Himbeersoße wären sie auch ziemlich gut getarnt. Wisst ihr, was ich meine? Etwas, was lila ist, in etwas zu legen, was fast lila ist, also rosa ist, dann sieht man das nicht so richtig gut. Stellt euch mal vor, ihr tragt rote Kleidung, okay? Ein rotes T-Shirt und steht irgendwo auf einer Wiese, dann sieht man euch natürlich sofort. Habt ihr dagegen ein grünes T-Shirt und steht auf einer grünen Wiese, dann seid ihr getarnt. Man kann euch nicht sofort entdecken. Klar, vielleicht am Kopf, weil euer Kopf ist nicht grün, aber man kann euch schwerer sehen, als hättet ihr etwas anderes an. Etwas kontrastreicheres. Naja, schauen wir mal weiter. Also ich muss sagen, hier in der Himbeersoße sehe ich tatsächlich nichts. Da kann also hoffentlich, ich bin mir nicht sicher, keine lilafarbene Münze sein. Vielleicht habt ihr aber trotzdem eine entdeckt. So, wir reisen mal nach oben. Hier auf dem Dach. Ich habe immer mit den Häschen da oben gespielt, habe mir allerdings das Dach nie so komplett angeschaut. Zumindest denke ich das. Achtung! Oh, hey, hey, nicht in unser Gesicht spucken! So ein Feuerspucker. Der Bowser, zumindest der goldene Kopf. So, da waren mal 3 Münzen. Okay, die habe ich aber schon. Die da am Rand. Was haben wir hier? Hey, hey, nicht schon wieder ins Gesicht. Oh, oh. Da haben wir gelbe Münzen. Die suche ich aber nicht. Keine Spur. Und wichtig ist es natürlich auch, die Münzen nicht nur einzusammeln, sondern
die Münzen auch im Shop des jeweiligen Landes einzutauschen gegen Sticker, gegen Outfits oder aber gegen kleine Gegenstände, die man sich dann am Ende in die Odyssee stellen kann. Und ich werde natürlich auch nachher zeigen, wie die Odyssee aussieht mit all den Stickern und den ganzen Gegenständen. So, mal sehen, vielleicht finden wir da was. Muss ich jetzt natürlich noch treffen. Na, komm schon. So, schwuppdiwupp. Ja, ein Powermond ist jetzt keine lilafarbene Münze, aber wollte ich trotzdem mal eingesammelt haben. So, was haben wir hier? Auf der Spitze nichts. Was ich die ganze Zeit vermute ist, ob drei lilafarbene Münzen irgendwie an diesen springenden, wackelnden Fähnchen sind. Die, die ihr da im Hintergrund sehen könnt. Ich möchte euch das mal zeigen, denn es gab irgendwo eine Fahne, wo das der Fall war. Aber hier oben haben wir, glaube ich, die Münzen geholt. Schauen wir uns einfach mal ganz in Ruhe um. So, dubi-dubi-dai-dai, dubi-dubi-dai. Einfach keine Spur, nicht mal am Rand. Das ist verrückt, schaut mal da oben. Da wären nochmal drei lila Münzen, aber die habe ich ja schon. Das bringt mir also auch nicht viel. Was haben wir hier? Ach so, ja, das war ja der Quatsch. Aber, nee, das brauchen wir auch nicht. Vielleicht durch die Röhre. Manchmal gibt es auch in den Bonus-Level, in den Missionen, lilafarbene Münzen. Aber da weist euch Cappy nochmal darauf hin. Mal sehen, was Cappy sagt. Mir scheint, als gäbe es hier nichts weiter zu tun. Okay. Dann ist hier wirklich nichts mehr. Wenn Cappy das sagt, dann wisst ihr, hier gibt es weder Powermonde noch lilafarbene Münzen. Gut. Wo könnten sie sonst sein? Also hier hinten bestimmt nicht. Das heißt, wir müssen wieder da nach vorne und uns da mal umsehen. Jing, jing. Da bei den Fähnchen ist auch nichts. Am Fuße des Turms. Also irgendwo in dieser riesigen Bowser-Welt sollen diese Münzen sein. Die Frage ist nur wo. Ach, Teppichtörtchen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Egal, ich bin nicht umsonst der Abenteurer Mario. Ich habe extra meinen Rucksack eingepackt, weil ich auf Abenteuerreise bin. Ich möchte ganz in Ruhe die Gegend erkunden und herausfinden, ob ich hier irgendwo die Münzen finden kann. Das heißt, wenn euch auch lilafarbene Münzen fehlen oder Powermonde, schnappt euch doch einfach mal das Abenteuer-Outfit, die Kleidungsstücke von Mario mit dem Abenteuerhut und dem Rucksack und macht diese kleine Erkundungstour so wie ich. So. Wow, okay, das war jetzt kein katastastischer Sprung, der war total Banane. Uiuiuiui. Okay, okay. Gruppenkuscheln, darauf habe ich keine Lust. Tschüss. Diese Stachis, die sind ziemlich hartnäckig. Okay, mal sehen. Da kann man sich schleudern lassen. Da unten vielleicht, da ist auch nochmal Himbeersuppe. Aber auch da sehe ich auf dem ersten Blick nicht unbedingt eine Münze oder ähnliches. Schade. Uiuiuiui. Na gut, also wenn das so ist, dann haben wir wohl erstmal in Anführungszeichen verloren. Ich meine, hier ist ja nichts. Hier ist einfach mal gar nichts. Gut, dann einfach mal weiter. Uiuiuiui, Vorsicht. Da kommt wieder ein Stachi. Da hinten war ja das Bonus-Level, da habe ich euch mal in einem Video gezeigt, wie ihr ganz schnell ganz viele Münzen im Spiel verdienen könnt. Die Münzen sind ja wichtig, damit man sich die ganzen teuren Outfits kaufen kann im Spiel. Und wie ihr wisst, habe ich ja mittlerweile alle. Das Abenteuer-Outfit, das Skelett-Outfit, das Hochzeits-Outfit, wirklich alle. Hat aber auch lange gedauert. So, vielleicht finden wir ja hier was im Wasser. Also tatsächlich kann niemand wissen, welche Münzen mir fehlen. Habe ich schon mal alle Kartons, also alle Kisten hier kaputt gemacht? Ja gut, da ist ein Powermond, aber vielleicht ist unter einer Kiste sogar noch eine lilafarbene Münze. Hm, nee, da nicht.
Da auch nicht. Schade. Da also schon mal nicht. Und hier sonst irgendwo? Kann man irgendwas sehen? Hier sind viele Koi-Karpfen. So nennen sich diese Fische hier. Und Tap. Okay. Dann mal runter mit uns. Schauen wir mal nach. Noch mehr Koi-Karpfen. Oh, 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 hey! Fiesling. Weg hier. Dann springen wir mal da rein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo lilafarbene Münzen. Zumindest normale. Normale Münzen sind immer schön. Die nehmen wir alle gerne mit. Aber gibt's hier... Da oben! Da oben sind meine letzten lilafarbenen Münzen. Ja! Juhu! Klasse, ich hab's geschafft. Ich habe endlich 100. Oh, Vorsicht, nicht nochmal pieksen lassen. Und jetzt kann ich mit den Münzen den Laden leer kaufen. Ich habe schon alles gekauft, bis auf eine Sache, die 10 Münzen kostet. Und Mario, du kannst dich erstmal erholen. Du kannst froh sein, dass wir es geschafft haben, mein Lieber. So, der Paumond gibt dir aber wieder Energie. Klasse, wieder 3 Lebenspunkte. Und jetzt mit dem Stromnetz einmal zum Shop, bitte. So, da ist der Shop. Da wartet auch Prinzessin Peach in ihrem Kimono. So nennt sich das Kleidungsstück. Und ja, schaut mal rechts oben. Da steht 100 von 100 und 62 Paumonde von 62. Also ab geht's in den Shop. Mal sehen, was mir noch gefehlt hat. Das weiß ich gar nicht. Willkommen. Ah ja, Bowsers Land Sticker. Für meine Odyssee. Klasse. Ich klebe dir das direkt auf deine Odyssee. Tschüss. Wie machst du das? Du stehst doch gerade im Laden. Wie kannst du direkt da hinten bei meiner Odyssee sein? Naja, müssen wir wohl nicht verstehen. Und los! Auf zur Odyssee. Der nächste Schritt für uns ist es, dass wir mit der Odyssee in das Pilzkönigreich fliegen und mit Toadette reden. Denn wenn man alle lilafarbenen Münzen hat und mit den Münzen auch alles eingekauft hat in den Läden, kriegt man von Toadette ein kleines Geschenk. Und dieses kleine Geschenk möchten wir uns abholen, denn das ist auch das letzte große Geschenk, das man hier im Spiel bekommen kann. Ansonsten habe ich fast alles. Ja, ich rede wirklich von fast, denn es gibt 2 Sachen, die man im Spiel noch machen kann. Eine Sache möchte ich euch heute noch zeigen oder zumindest mal darauf hinweisen. Und eine andere Sache, die verrate ich euch erst im nächsten Video. So, jetzt aber erstmal zurück zur Odyssee. Und im Pilzkönigreich, wenn wir darüber geflogen sind, werde ich euch noch... Oh, die Tür ist zu, Moment. Ich mach mal kurz die Tür auf. Im Pilzkönigreich werde ich euch noch ganz kurz die komplette Odyssee zeigen. Das heißt, alle Trophäen, alle Gegenstände und vor allem aber auch alle Sticker. Auf in ein neues Land oder in ein anderes? Ja, möchten wir. Und zwar geht es natürlich mit Cappy und Mario in das wunderschöne, wunderbare und ja, äußerst friedliche Pilzkönigreich. Da leben nur gute Menschen, gute Bewohner. Ja gut, es gibt im Forst noch die ganzen Goombas. Aber die sind nur böse, wenn man in ihren Lebensraum tritt. Ich meine, die wollen ihre Ruhe haben. Ist ja verständlich. Pilzkönigreich, Pilzpalast. Und da oben ist der wunderschöne Zylinder. So, da sind wir auch schon. Wir werfen als erstes mal einen Blick auf unsere Odyssee. Die möchte ich euch mal zeigen. Schaut mal, da sind jetzt alle Sticker drauf, die man bekommen kann. Wir haben den Sticker aus der Wüste, vom Küstenland, oben vom Schlemmerland. Dann haben wir noch einen Block, New Donk City, den Mond oben. Wir haben den Sticker von gerade eben aus Bowsers Land. Polarküste oder Polarland. Seeland, Forstland, Fossilland, Kaskadenland, Hutland und Mushroom Kingdom. Das ist der Sticker vom Pilzkönigreich. Und drin haben wir, schaut mal, die ganzen Gegenstände. Das sind Souvenirs. Wir haben aus allen Ländern Souvenir mitgebracht.
Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier, das ist dieses Trinkglas aus dem Küstenland, wir haben die goldene Statue von Pauline, Besteck aus dem Schlemmerland, einen fliegenden Meteoriten oder einen schwebenden Meteoriten. Oben, schaut mal die Figur. Dieses Eskimo, das ist eine Matroschka, so nennen sich Figuren, die ineinander gehen. Wir haben das Königreich an sich, wir haben hinten einen Hut, wir haben das große Gebäude aus New Donk City, wir haben Dory, Nessie oder wie das Seeungeheuer auch in dem Spiel heißt. Den Dinosaurier, wir haben alles Mögliche, also so viele Erinnerungen an jedes Land. Und hier noch das, der Behälter mit dem Sand. Schön. Einfach schön. Wir haben alle Gegenstände in der Odyssee. Aber jetzt würde ich sagen, wir schnappen uns den Roller und fahren mit dem Roller mal schnell in das Königreich. Denn dort wartet ja noch Toadette. Und die liebe Toadette, die schenkt uns jetzt was. Und was das ist, das werden sicherlich von euch einige schon wissen. Und alle anderen dürfen jetzt sehr gespannt sein. Toadette, ich bin wieder da. Huhu. Yay, yay, yay. Oh, sie klatscht schon. Sie freut sich. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt zu sagen hat. Hallo, Toadette. Mario, du bist einfach großartig. Du hast alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Die letzte Leistung, die noch fehlte, war Souvenirs für Profis. Mit ihr hast du dir meinen allerletzten Powermond redlich verdient. Ich hoffe, du freust dich. Ja, sie hat für uns den allerletzten Powermond. Damit besitzen wir jetzt wirklich alle Monde im Spiel. Du bist so unglaublich erfolgreich. Ja, das habe ich euch allen da draußen zu verdanken. So, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Video. Denn jetzt achtet mal darauf, was jetzt passieren wird. Achtung. Wir müssen nämlich kurz zur Odyssee und unseren allerletzten Powermond zur Odyssee bringen. Und dann ist die Odyssee richtig aufgeladen. 999 Powermonde, die hatten wir schon. Aber jetzt offiziell mit allen Monden, die man im Spiel finden musste. Und Achtung, was passiert? Schaut mal, bleibt gespannt. Es wird sehr, sehr spannend. Das Segel der Odyssee ist jetzt golden. Wir haben einen goldenen Ballon. Und ein neues Porträt von König Bowser hängt im Hochzeitssaal. Und das ist eine Besonderheit, die wir noch nicht erledigt haben. Eine von den zwei, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das werden wir nicht in diesem Video machen, aber ich möchte euch das unbedingt noch in diesem Video schnell zeigen. Also fliegen wir mit der neuen Odyssee mit dem goldenen Ballon. Schaut mal, wie er glitzert. Der goldene Ballon in Super Mario Odyssey. Wer von euch hat schon den goldenen Ballon? Falls einige von euch jetzt sagen, oh schade, ich leider noch nicht, keine Sorge. Lasst euch Zeit und spielt ab und zu das Spiel und mit der Zeit findet ihr auch alle Powermonde. Und notfalls könnt ihr euch meine Videos angucken, um dann nochmal Hilfe zu bekommen, wo ich die ganzen Powermonde gefunden habe. Mondland, Mondscheinkrater. Ja, zugegeben, ich trage jetzt nicht unbedingt einen Astronautenhelm. Eigentlich dürfte ich jetzt auf dem Mond nicht unterwegs sein, weil ich nicht atmen kann. Aber ihr wisst ja, in der Welt von Mario ist alles möglich. So, wir müssen jetzt nämlich darüber auf die andere Seite, denn es gibt ja noch ein neues Porträt von Bowser. Während wir dahin laufen, möchte ich euch kurz erklären, was das genau sein soll. Das Porträt von Bowser ist ein zusätzlicher Kampf gegen Bowser. Ein besonderer Kampf, denn dieser Kampf soll angeblich noch schwerer sein. Dadurch, dass ich gerade erst das Porträt freigeschaltet habe, weiß ich natürlich noch nicht, wie schwer der Kampf wirklich ist. Aber er soll schwerer sein als der normale letzte Kampf im Spiel. Weil das ist eben nochmal die große Herausforderung. Bowser in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und das kann ich euch, wenn ihr möchtet, gerne im nächsten Video zeigen.
Also wie stark Bowser dann wirklich ist. Aber gut, ich bin jetzt direkt in der Kirche in wenigen Sekunden und dann zeige ich euch mal die zwei Gemälde. Schaut mal, links das Gemälde, das kennt ihr bereits. Wenn man links in das Gemälde reinspringt, kann man die ganze Hochzeitszeremonie nochmal spielen. Das mache ich ja gerne mal für Spezialfolgen, die ihr schon oft gesehen habt. Und hier hängt das neue Bild. Boah, dieses Gemälde jagt mir echte Schauer über den Rücken. Oh ja, das kann ich gut verstehen. Denn das ist Bowser, der geheime Endboss. Der richtige, starke Endboss. Den schauen wir uns ein andermal genau an. Ich sag danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Eine Webseite, wo ihr bedenkenlos Videos anschauen könnt. Bleibt katztastisch!